Guten Tag, liebe Zuschauer. Wir melden uns jetzt original vom Zielstrich dieser 35. Friedensfahrt, die noch 87 Aktive erreichen werden, nach dem Weg von 1841 Kilometern von Prag über Warschau nach Berlin. Eine prächtige Kulisse hier in unserer Hauptstadt. Viele 10.000 Zuschauer, schätze ich, haben sich eingefunden. Natürlich auch angelockt durch die großartigen Leistungen unserer DDR-Männer von Olaf Ludwig bis zu Jörg Köhler. Die Kamera fängt die Zielfahrt ein, die letzten anderthalb Kilometer vom Strausberger Platz hinüber zum Alexanderplatz. Und dann gibt es ja hier kurz vor dem Hotel Berolina den Endspurt. Bernhard Eckstein, selbst einst Friedensfahrtteilnehmer und Weltmeister der Radsportler, sahen wir da gerade zusammen mit unserem ersten DDR-Olympiasieger Wolfgang Behrendt, dem ehemaligen Boxer und jetzigen ND-Fotografen. Sie wissen alle, liebe Zuschauer, dass unsere Mannschaft nach dem gestrigen Zeitfahren ganz klar in Front liegt. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass es unseren Männern um Kapitän Thomas Barth gelingt, die blauen Trikots hier sicher bis ins Ziel zu bringen. Und dass Olaf Ludwig auch das gelbe Trikot des Spitzenreiters erfolgreich behaupten kann. Und diese Zuschauer drücken natürlich auch mit die Daumen. Wir blicken hinüber zum Leninplatz. Die Fahrer werden wahrscheinlich kurz vor 13:30 hier eintreffen, also etwa gegen 13:20 Uhr, 13:25 Uhr diese Straße hinuntersprinten zum Etappenziel, zum letzten Spurt dieser Fahrt. Und da sehen wir die ersten Fahrer. Wir haben unterwegs die Mitteilung bekommen, dass Romașcanu, der Rumäne, und Sode, der Franzose, Vorsprung haben. Und sie konnten ihn bis 2000 Meter vor dem Zielstrich offensichtlich halten. Mircea Romașcanu, der es immer wieder versucht, seit Jahren bei der Friedensfahrt. Und zu den Franzosen haben wir ja schon vieles gesagt. Noch schnell die Prämiensports nach 29 Kilometern in Neustrelitz. Bottoia, die Italiener, vor Ludwig und vor Sun. Zweiter Prämiensport in Fürstenberg nach 47 Kilometern. Olaf Ludwig gewann. Damit hatte er das Violette sicher, denn Falk Boden belegte Platz 2. Hier nun das große Hauptfeld, angeführt von zwei Fahrern der GSSR und einem weiteren Italiener. Auch Falk Boden in einer günstigen Position. Jenny Ungarn auf Platz 3 in Fürstenberg. Und der letzte Prämiensport dieser Tour in Finofort nach 123 Kilometern. Falk Boden gewann damit in dieser Sonderwertung auf Platz 2. Zweiter Bottoia, Italien. Dritter Sagredino. Natürlich fahren unsere Männer nun auf Sicherheit. Sie wollen gelb und blau ohne Gefahr hier zum Zielstrich bringen. Und diese Chance nutzen natürlich Romașcanu und Sord aus. Sie biegen jetzt hier in die Karl-Marx-Allee ein. Und das Feld macht noch einmal Tempo auf. Nach solch einem langen Duettrennen der beiden, nach solch einem langen Paarfahren, möchte man sagen, wird es natürlich schwer. Die GSSR-Fahrer, auch Männer aus Kuba, entdecke ich mit an der Spitze des Pelotons. Das sind natürlich auch vorn noch einmal klasse Männer, Romașcanu und so. Kann das Feld da noch heranfliegen? Oder sehen wir hier die beiden Besten dieser letzten Etappe? Noch 500 Meter, gleich gibt es diese scharfe Rechtskurve. Das Feld drückt auf, aber es könnte diesen beiden doch gelingen. Der Franzose liegt jetzt in der führenden Position. Jetzt heißt es, das Tempo geschickt wegnehmen. Und dann noch einmal ein langer Spurt von fast 300 Metern. Romașcanu hat abgekürzt. Er war schon ein paar Mal beim Spurt in Berlin. Er kennt diese Strecke sehr gut. Romașcanu an der Spitze, das Feld drückt näher, aber es wird es nicht mehr schaffen. Der Rumäne könnte seinen zweiten Friedensfahrt-Etappensieger ringen. Da ist er im Ziel, Romașcanu, der Sieger in Berlin, zweiter der Franzose Sorg. Und jetzt spurtet das Feld heran, ganz in der Mitte jetzt Olaf Ludwig, der um den dritten Platz kämpft. Und er schafft es, Olaf Ludwig auf dem dritten Platz. Beifall für diesen schönen Sport an der Spitze von Romașcanu und im Feld von Olaf Ludwig, der das Ziel erreicht hat und damit diese Friedensfahrt gewonnen hat. Olaf Ludwig also
der Sieger hier in Berlin. Und Glückwunsch natürlich auch noch einmal Mircea Romașcanu. Hier aber beobachten wir den Sport des Feldes. Olaf Lutig wieder klar der Beste. Und hinter ihm, wie sollte es anders sein, Bontoya, nein, Gambirasio. Dann Zagretinov. Die drei großen Sprinter dieser Tour haben das Feld also auch hier beherrscht. Und nun die Glückwünsche für den Etappensieger Romașcanu und für den Besten dieser Tour Olaf Lutig. Ein schöner, ein prächtiger Augenblick für uns nach dem Sieg von Hans-Joachim Hartnick 1976 hier in Berlin. Der 7. DDR-Einzelsieg und auch der 7. Erfolg für die DDR-Mannschaft. Und der letzte Erfolg unseres Teams liegt ja zurück. 13 Jahre, 1969, konnten unsere Männer zum letzten Mal solche Glückwünsche für den Mannschaftssieg bei einer Friedensfahrt entgegennehmen. Andreas Petermann und Olaf Lutig waren die Ersten, die sich hier nach diesem Ziel Sprich und Sport gefunden hatten und nun diesen stolzen Augenblick natürlich genießen. Ein großer Rennfahrer, dieser Olaf Lutig, der an Etappensiegen ja nun schon auf Platz 2 nach vorn gerückt ist, das innerhalb von 3 Jahren geschafft hat, wozu andere Weltklassefahrer 4, 5, 6 oder 7 Jahre brauchten. Und nun wohl auch als der beste, der vielseitigste Mann des Pelotons sich in die Siegerliste dieser 35. Friedensfahrt eintragen kann. Und nun also die Siegerehrung für die Beste. Zum 7. Mal wird ein DDR-Fahrer nach einer Friedensfahrt auf dem obersten Podest stehen. Nach den Erfolgen von Gustav Adolf Schur 1955 und 59, nach dem Sieg von Erich Hagen 1960, von Klaus Ampler 1963, von Axel Peschel 1968 und Hans-Joachim Hartnick 1976. Nun Olaf Lutig. Die Mitglieder der Hauptleitung, die wir Ihnen genannt hatten, nehmen jetzt die Siegerehrung vor. Klaus Schuhn als Direktor der DDR-Bereiche, Goldenen Ehrenkranz, Heinz Lüttrich und mit den Genossen aus der PSSR und Bravo, Olaf Lüttrich.